gehen mal hier in den rechten. Oh, da drüben ist eins. Haha. Gut. Geschafft. Da sind zwei Sachen zum Docken. Das gefällt mir. Zwei Sachen. Und das sieht nach einem richtig schicken U-Boot aus. Was ist das denn für eins? Und wir haben genügend, genügend Maschinenteile jetzt dann. Oder? Ja. Komm, docken. Das gilt doch. So. Und Scrap. Und komm. Eine Tomatenpflanze. Nein, die Tomatenpflanze muss mit. Die muss mit. Okay. Wir setzen die Ear-Pendants ein. Ganz einfach. So. Guck, dann seht ihr jetzt auch nochmal, wie das funktioniert. Machen wir mal hier so, drücken wir auf Dings. Dann hier da drauf und drücken auf das Ear-Pendant. Und das macht nämlich ein Perception hoch. Dann schauen wir mal, wer denn noch eh schon hohe Perception-Werte hat. Ich glaube, das ist die Celeste. Und wir geben der Celeste einfach nochmal eins. So. Und dann können wir uns auch hier die Tomatenpflanze mitnehmen. Tomatenpflanze. Gimme ma tomato. Schön. Schön. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch den goldenen Fischen folgen. Die schon wieder durch den Boden hindurch zeigen. Achso, ja, nein. Hoppala, wieder angedockt. Genau, jetzt ist nicht. Jetzt müssen wir nur noch quasi rausfinden, ne? Die Hoffnung, dass wir hier lang müssen und dass das dann unser Raus ist. Sieht gut aus. Achso, ja, das sieht sehr gut aus. Das sieht eher schlecht aus. Oh. Nein. Oh. Okay. Komm, stirb. Ich glaube, ich bin gestorben. So, R zum Docken drücken. Und irgendwie habe ich gerade Game Shaved gelesen statt Game Saved. Ich habe keine Ahnung, was das soll. So, wir haben alles mitnehmen können. Schön. Hier irgendwie schläft auch niemand mehr. Und weiter geht's. Genau, und ich glaube, ich habe gerade gesehen, dass neue Leute dazu gekommen sind zum Schauen. Deswegen Servus, freut mich, dass ihr hier seid. Wir spielen hier Diluvion. Mein Name ist Gerun. Hier ist unser Game Lab. Herzlich willkommen. Genau, falls ihr irgendwie Fragen habt, schreibt ruhig in den Chat. Und dann würde ich mich freuen. So. Ich glaube, mehr müssen wir ja nicht. Ach genau, wir können handeln hier mit dem Typen. Kann man die ganzen Pflanzen wieder verkaufen. Ja, hier, komm. Achso, nein, die wollen eigentlich nur Nahrung. Nein, meine Nahrung will ich eigentlich behalten. Und deine Nahrung kostet auch nur 30, deswegen kaufe ich dir die ab. Auch wenn ich weiß, dass ich eigentlich viel zu wenig Nahrung habe und dass es eigentlich eine ziemlich Arschloch-Aktion ist, wenn ich euch die Nahrung kaufe. Wisst ihr, wenn ihr mir einen besseren Preis machen würdet, als wenn ich es einkaufe woanders, dann würde ich euch ja Nahrung da lassen. Aber so, ein bisschen schwieriger. A tough sell, würde ich sagen. So.
Ja. Genau, jetzt müssen wir uns nur noch hier irgendwo hin bewegen. Wir müssen ja jetzt wieder. Nach. Zu hier. Tonnesburg. Das heißt, wir müssen nach Norden. Norden. Genau, zu Dragon's Tongue. Das heißt, wir müssen da jetzt hoch. Aufsteigen. Da hoch aussteigen. Ja. Genau, das ist richtig. Hier durch. Da sind auch viele die goldenen Fische. Genau, also das hier alles funktioniert nur mit Kompass, Karte und dem Wissen, wo man ist. Und wenn man nicht weiß, wo man ist, hat man quasi Pech. Weil man muss das wissen, ansonsten kommt man nicht an. Genau, also man hat so den Kompass und da stehen so grob, grob drauf, wenn halt irgendwelche Dinge, wenn so hier zum Beispiel, wir wissen zum Beispiel, dass hier jetzt da vor uns Karl the Slow, also es so eine Landmarke ist und das wissen wir einfach. Und wir wissen auch, dass vor uns dann Johannesburg ist, als Landmarke, ja, aber das wissen wir halt nur, wenn wir da schon mal waren und ansonsten würden wir es nicht wissen. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal kurz auf Overdrive schalten. Um dann hier mal kurz bei der Vehicle Engineering Guild zu landen. Da kriegen wir auch wieder Luft und da speichern wir. Genau, das ist nämlich so ein Autosave-Mechanismus. Oh, wo? Hä? Wo ist der? Hasley? Genau, weil wir haben eigentlich die Quest, dass wir alle Teile zusammensuchen müssen, um Hasley wieder, damit Hasley uns ein geileres Schiff baut und dass wir, mit dem wir dann auf 1000 Meter Tiefe können. Jetzt wollten wir Hasley hier suchen, aber der ist nicht hier. Was soll das denn? Achso, da oben ist er. Wer ist sie denn? Okay, wir können noch nicht mehr reden. Gut, wir haben jetzt mit ihm geredet und sagen einfach nur But Gran, I was just trying to... What pack of lies have you been feeding this poor captain? Did you even consider that your actions could get this crew killed? And you led them to believe the vessel you built can withstand more than it's actually capable of. Oh nö. Ach nö. Wir wollten doch ein Schiff von ihnen nur tiefer als 1000 Meter tauchen können. Und dann sowas. Oh. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Look, we don't have the resources to get you down to 1000 meters. While Jonathan's very skilled, his designs will simply not go beyond 500. Regardless, a deal is a deal. Okay. Okay. Okay, wir können jetzt halt upgrade. Okay. Ja, aber. Warte mal, wir müssen jetzt mal tauschen gegen die hier. Swap. No space. Okay. Upgrade. Ja, wir können aber nur die. Wir können nur die hier upgraden. Wir können die. Unsere, die wir gerade. Also das Schiff, das wir gerade verwenden, können wir gar nicht upgraden. Das ist ein bisschen scheiße. Weil ich fand die eigentlich. Ich fand das Schiff jetzt echt gut und. Mir hat das Spaß gemacht. Und warum kann ich das jetzt nicht. Warum kann ich das jetzt nicht upgraden? Ist doch kacke. Mano. Ich will die Derringer. Die ist so viel besser. Mano. Ich glaube. Direkt mal hier einen Bug Report absetzen. Ah, gut. Machen wir jetzt halt hier ein Upgrade des Dings. Die Glacium 3 Delphin. Gut. Und jetzt? Warum muss man mal mit der Oma reden? Hier, Oma. Hast du andere Unterseeboote?
Aha. Ach so, die bauen die Glaciums. Hm. Deswegen. Das heißt, okay, ja, die Diamond will ich nicht nochmal kaufen. Die haben wir ja gerade abgegradet. What now? If you're looking for more work, the drill site is always in need of capable crews. Take this letter to Director Armstrong. Hm. Ich muss zugeben, es hat mich gerade ein bisschen an die japanische Weise erinnert, wie halt Leute also Armstrong ausgesprochen würde. So im. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Full Metal Alchemist geschaut habt. Falls nicht, falls ihr Full Metal Alchemist noch nicht geschaut habt, das solltet ihr unbedingt nachholen. Es ist awesome. Genau, und da sagen sie auf Armstrong statt Armstrong, weil ist halt die japanische Aussprache. Genau, ach ja, und schaut's auf dem, im japanischen Original und mit Untertiteln. Ich weiß nicht, es hat viel mehr Stil. Meistens die deutschen Synchro-Sprecher sind furchtbar, aber. Ach ja, und die Namenaussprache ist noch furchtbarer. Genau, wie schaut ihr denn eigentlich? Also schaut ihr Animes und wenn ihr Animes schaut, in welcher Sprache schaut ihr die denn? Würde mich ja interessieren. In return, I do hope that we have an understanding about how embarrassing it would be should anyone else hear about my grandson's little indiscretion. Okay. Okay. So, Oma. Haha. Ja, nix haha. Depp haha. Soll der Unfug. Wegen dir. Gut, wir haben jetzt eine neue Quest. So, und jetzt müssen wir hier zum Courtyard. Jetzt haben wir wieder unser ursprüngliches Schiff. Oh, das ist halt schneller, aber. Ich habe eigentlich unseren Panzer. Habe ich echt gemocht. Diesen Unterwasserpanzer. Ja, was machst du denn hier? Ja, kostet halt wieder 45, ne? Egal. Die Engine Parts. Hm. Wenn die zum Upgraden gebraucht werden. Und es keine Quest-Items sind, dann wäre das schon noch gut, wenn wir sie behalten. So, verkaufen wir lieber hier die Bücher und so. Ja, wir können auch mal wieder so ein Stack Fischdinger verkaufen. Das ist die Frage, sind die eh nur. Ah ja, valued for their use in study. Okay, ich glaube, wir können sie echt verkaufen. Kaufen sie einfach alle so. Und wenn halt nicht, dann. Später. Später Reue und so, werden wir rauskriegen. Ja, und das ist auch nett, dass hier, wenn man hier rüber ist, dann steht da dran Sell. Und wenn man hier rüber hovert, dann steht da Buy. Das ist schon nett. Ja, Full Metal Alchemist Brotherhood, definitiv. Da stimme ich dem Blindbar zu. Geil ist aber auch, einfach beides anzuschauen. Also einmal Full Metal Alchemist hier Brotherhood. Und dann auch noch die ursprüngliche Serie. Das ist schon gut. So. Vermutlich ist das hier auch zum Verkaufen da. Ich behalte ja nur so gerne Items, um zu schauen, ob sie dann für irgendwas gut sind und so. Und wenn sie dann für was gut sind, dass ich sie dann dafür nutzen kann und nicht, dass ich dann irgendwie sie dann nicht mehr habe, wenn ich sie dann mal nutzen würde. Ah. Ja, jetzt müssen wir uns hier mal. Hier mal Dings kaufen. Ah, 900 für Essen, ey. Gut, dann müssen wir mal schauen, wohin müssen wir denn jetzt? Wir müssen den Drill Site finden. Er wird vermutlich irgendwo hier sein. Ich bin ja tatsächlich gespannt, wie lang das Spiel ist tatsächlich. Wir können ja mal kurz nochmal docken. Und weißt du was? Ich schau kurz im Browser. Ich will das wissen, ob das irgendwo schon auf How Long to Beat gibt. Nee. Hier. How long to beat? Und dann Diluvion. Mal schauen. Okay. Nö.
Ist noch nicht drauf. Also es gibt noch keinen mehr.